Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Raft, Rift, Ruft, Raft. Jawohl. Wir machen Farbe, 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 Farbe. Viele Farbe, Farbe, Farbe. Ich möchte es mit einem schönen Grün versuchen. Ja. Falls möglich. Gelb haben wir jetzt, glaube ich, schon. Gelb und Blau ergeben Grün, soweit ich noch weiß. Müsste stimmen, glaube ich. So, von dem Clipper haben wir jetzt auch da mal ein bisschen genug. Das verstauen wir gleich da drin. Die Flosse braucht jetzt eine Mischung, ne? Ja, die braucht ihr beides. Und du brauchtest eigentlich nur das. Die leere Flasche könnte ich opfern und 5 Clipper, dann hätten wir wenigstens die Sauerstoffflasche schon mal. Dann wird es halt mit dem Saufen etwas schwer. Was habe ich dafür jetzt gebraucht? 4. Zwei Clipper habe ich jetzt noch drin, ne? Ich muss was essen. Ich muss kurz was essen gehen. Moment. Tonschüsselchen habe ich, jawohl. Ich habe eine Gemüsesuppe gekocht, glaube ich. Bilde ich mir ein. Jawohl. Oder? Ja. So. Gemüse, ein Topf mit Tee. So. Mahlzeit. So. Und den Fisch, den werden wir auch gleich verputzen. Sehr gut. Blanken und Gemüse. Tun wir wieder kochen. 1, 2. Warte. 1, 2. Und Kartoffel. Ah, verdammt, da habe ich nur eine. Ich hoffe, das wird jetzt kein Missgeschick, weil ich zu viel Rübe habe. So, mal schauen. Gut. Das zu dem. Das Floß wäre nicht schlecht, wenn wir es kriegen könnten. Da wäre sicher Schrott. Insel. Insel! Insel! Habe ich ein Schwein? Und ein Glück noch dazu. Halt, darüber bitte. Insel, ahoi! Wir kommen! Da drüben ist sie. Da. Ich muss mehr. Mehr? So. Mir ist gerade wurscht, wenn du mit das Schiff, das Floß zerbeißt, ist mir gerade echt wurscht. Ich muss darüber. Ich muss darüber. Ich merke gerade, dass das voll die Sicht behindert. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hoffe, das haut hin. Ich muss gleich noch mehr. So. Ich hoffe, ich komme da hin. Das ist natürlich finster. Ich glaube, das haut schon irgendwie hin. Batteln wär noch gut, ne? Batteln. So. Zack, 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 zack. Und auf zur Insel. Ich glaube, ich schwimme dem vorbei. Kann das sein? Das wäre aber gar nicht gut. Ich paddle auf die Insel zu. La, 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 la. Ich paddle auf die Insel zu. Und wie es ausschaut, paddeln wir vorbei. Das ist nicht gut. La, la. So ein Stück. Das ist zu viel. Das war zu viel. So. Circa in etwa. So. Wieder zu viel. Grummel. So, da. Battle, battle. Ich battle zur Insel. La, li, la. Ich bin gespannt, wie hier Schäfchen ausschauen. So. Halt, wo ist der Anker? Ankerlich, Gukumi. Aktiviere. Passt. Geschafft. So, tun wir da. Ausschalten. So. Puh. Schön. Ich habe keine Axt, glaube ich, ne? Weil mir Planken fehlen und Stein und Seil. Das ist aber nicht schlimm, weil da ist normal eh genug drinnen. Da schon mal. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Eine Axt herstellen, bitte. Da, danke, da. So. Dann tun wir. Ach, bin ich froh, dass wir eine Insel haben. Gottes Willen. So. Kann ich mein Fail jetzt vielleicht ein bisschen ausgleichen.
Die Farbe, die Farbe, die Farbe tun wir mal daher bunkern tun da. Dann tun wir Hering habe ich hier einmal. Ich brauche einen Fischköder, dann habe ich noch da ein Stück. Ein zweiter wäre nice. Die eine Blüte werde ich mir erlauben, daraus Farbe gleich zu kreieren. Kredenzen, kreieren, zu basteln, zu machen. Habe ich sie jetzt weggeschmissen? Wo ist sie hin? Irgendwie. Ach so. Es wird nur Farbe gemacht, wenn das Floß sich bewegt. Ist ja logisch, ne? Dann kann sich das nicht drehen. Ah, ist ja wurscht. Platzhammer. Platzhammer, das ist wichtig. Ja, logisch, ne? Ich hab's nicht so mit Logik. Ihr kennt's mich eh schon. Jo. Also, rot zu rot. Blanke zu blanke. Knabbert der schon wieder unser Floß an? Na. Hat sich nur so angehört, ne? Ich will jetzt noch ganz schnell, weil Nacht ist, die Nacht wirklich ausnutzen nochmal und möchte ganz schnell noch zwei oder drei Haifischköder basteln. Zwei eher. Dann haben wir eh drei, zwei müssten passen. Dann werden die auch gleich ins Wasser geschmissen. Zwei nebeneinander hinzuschmeißen bringt sich tatsächlich nichts. Da muss ich warten und geduldig sein. Jetzt können wir nochmal einen herstellen. Ja. Es wären noch zwei Fische kamott. Hätten wir unsere drei schon. Dann können wir schon mal rauf zur Insel hüpfen, darauf rauf und alles sammeln, was wir finden. Wenn wir Glück haben, gibt es dort oben auch Dreck, weil hier unten die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier auf Metall stoßen, ist normal, hoffe ich, wieder sehr hoch. Dass ich dann eine Schaufel basteln kann, dass wir endlich mal Dreck farmen können. Denn Dreck braucht man tatsächlich, um ein Feld mit Wiesen. Mit Wiese zu basteln. Ich weiß nicht, ob das eine Voraussetzung ist, damit dann auf Inseln die Tiere quasi spawnen können. Werden wir sehen. Weil bis jetzt ist mir noch keine Insel begegnet, wo es irgendwo ein Schaf oder eine Kuh oder so gegeben hätte. Ne? Ja, hast du recht, werd hin. Hering und nix. Diese Angel. So. Aber wir haben zurück eh genug Material. Für eine neue, null Problemo. So, zwar ein Hering noch nicht schlecht oder eine Seebrasse. Wir würden beides nehmen. Dann können wir nämlich die nächste, den dritten Haifischköder basteln. Perfekt. Der Haifischköder ist da unten mit zweimal Seidel da untergemacht und fertig. So, jetzt haben wir drei davon. Perfekt. So, die Tasse kommt hier hin, das Battel kommt dahin. Den Pinsel tun wir weg. Den brauche ich jetzt eh gleich. So, dann werden wir noch schnell was trinken. So, Schluck und Sauf. Dann werden wir noch ganz fix das auffüllen. Hier natürlich wieder das Salzwasser rein. Na, würdest du? Danke. So. 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 So, ich habe ja auch schon, meine Äuglein haben ja auch schon wunderschönen Seetang entdeckt, direkt da unten. Aber wie gesagt, wir brauchen dafür den Haifischköder und ich möchte zuerst nach oben, hierauf, weil, warum, wieso? Weil es ist noch nicht ganz hell und ich dachte mir, das wird besser passen, wenn ich das zuerst mache. Ich muss hier nur rauf. Ich kenne mich auf meinem eigenen Floß nicht mehr aus. Hust, peinlich. So, dann bunkere ich das mal hier hin, das mal dahin. So, die Axt und ein beherzter Sprung ins. Wow! Ich wollte springen, das ist mir nicht ganz gelungen. Da habe ich die Sprungtaste zu spät gedrückt. Aber jetzt, Eureka! So. Wir haben hier Blümchen. Die nehmen wir natürlich auch gleich mit. Der Haifisch ruiniert schon wieder unser Floß. Mistviech. So. Wie viel Platz haben wir noch? Zwei. Gut, dann schauen wir mal. Wir haben hier eine Ananas ohne Sämling. Das ist super. Wir sind voll. Die Ananas werde ich gleich verspeisen. No. Und das Palmblatt. Ach, das lassen wir noch, glaube ich. Zwei Plätze frei, passt. Weiße Blume, die ernten wir noch mit Sämling, passt. Dann haben wir jetzt keinen Platz mehr frei.
Da muss ich jetzt ausleeren gehen. Heureka! So. Auch hier muss ich mal schauen, dass ich diese kleinen Kisten hier mal... dass ich die hier mal ersetze durch große. Das wäre sehr gut. So und so. Mehr Sämlinge waren nicht. Nein. Dann könnte ich mir erlauben, vielleicht wieder etwas Seil herzustellen. Das machen wir auch noch fix. Da. Dann kann ich das hier reinbunkern. Genau, den Schwamm wollte ich noch loswerden. Da habe ich eh nichts drin, ne? Na, noch nicht. Den Schwamm, sage ich, den Pinsel wollte ich loswerden. So, rein damit. Mann, bin ich doof, jetzt reicht's dann. So. Den Kunststoff hier müsste, glaube ich, ist da nicht ein Platz frei? Ja, mehrere Plätze sogar. Den kann ich hier wieder reinschmeißen. Dann Rübchen haben wir ein paar noch. Jo. Das tun wir mal da. Das ist so mit Essen. So würde ich mal meinen. So. Ja, ich glaube, das geht. Da haben wir wieder ein bisschen Platz. Das heißt, ich muss wieder rauf. Ich könnte aber mal was spachteln. Da gehören Planken hin, ne? Ja. Ganz viele sogar. Hier könnte ich Gemüse machen, ne? So. Dass der nicht umsonst dasteht. Und das verstehe ich nicht. Das sind hier nicht einmal mehr Federn. Vielleicht habe ich die alle beleidigt, die Möwen. Könnte auch möglich sein. So. Langsam. Genau. Ich möchte wieder hier rauf. Heureka! Meine Axt getückt. So. Hier mal geplättet. Die gute Palme. Vielleicht gibt es auch Sämereien. Nö, nix da. Vergiss es, gnädige Frau. Blaue Blümchen, rote Blümchen. Wir haben noch nichts verloren. Wir haben noch Platz. Das ist gut. So, da müsste ich problemlos hier hochhüpfen können. Genau. Hier haben wir noch eine Ananas mit Sämling. Jetzt sind wir... Na, ein Platz ist sogar noch frei. Für noch eine Ananas vielleicht. Ja, mit Sämling. Das ist super. Heureka. Jetzt muss ich aber mal ausleeren gehen. Und zwar hier. So. Wir machen auf. Wir machen rein. So. Da dasselbe. Hier kommen die Sämling. Ui, ich habe keinen Platz mehr. Jo! Jo! Schön! Dann tue ich es ausnahmsweise hier rein. Bevor ich sie verliere. Auch die Blüten. Tue ich hier rein. So. Und wieder rauf. So. Und so. Und heureka! Wow. Sehr gut. Hüpf. Da haben wir schwarze Blümchen, von denen haben wir eh nicht so viel. Und eine Mango. Und noch eine Palme. Eine Kokospalme. Kokosnusspalme. So, Mango, passt. Noch eine Mango. Die haben wir auch weg. Und dann können wir schon wieder tauchen gehen. So. Und ich muss mir wirklich hinter die Löffel schreiben. Zocki, riskier nicht so viel. Da. Vielleicht hilft's ja. So. Das sind meine Schritte. Ich dachte schon, es wäre die Möwe wieder. Okay. Boah, da waren viele Mangos jetzt drin. Schön. Gut. Dann wieder auf unser Flößchen. Die Sachen verwahren. Hier drin. So, schön stacken, genau. Den Fisch. Die Kokosnuss. Da können wir eins stacken lassen.
Hier hinten kommen die Sämlinge rein. Und hier die Blütis. So. Perfekt. Jetzt haben wir auch wieder Platz. Sehr, sehr gut. So. Wir sind hungrig gleich. Vielleicht war das mit dem Fenster auch keine gute Idee hier. Vielleicht soll ich das Fenster da drüben bauen. Das könnte auch schuld sein. Dass sie sich jetzt zu sehr gestört fühlt. Ich probiere es einfach mal. Ich glaube, ich habe genug Materialien mit, dass ich das machen darf. Na, das passt so. Und vielleicht wäre es besser, weil hier haben wir eh die Tür. Vielleicht sollte ich ja auch nochmal eins rüberbauen, dann könnte ich hier ein Fenster machen und da die Tür. Wäre vielleicht auch besser. Da ist wieder der Hai, ne? Du lästiger Zopfen, du. Schau dir das an. Alles ruiniert. Einmal, zweimal. Ups, um die Kurve bitte, also um die Ecke. So, wo hat er noch was kaputt gemacht? Dieses gierige Untier. Schaut nicht so schlimm aus noch. Aha, da ist Gesundheit schlecht. Werden wir sofort reparieren. So, da muss ich sowieso mal schauen. Da ist auch kritisch. Muss ich echt mal reparieren da. Halt, war da was? Nein. Das ist unglaublich, ne? Tapsel, 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 tapsel. Da ist nichts passiert. Hier ist scheinbar auch nichts. Gut, passt. Einmal die schöne Runde. Fertig. Gut. Ich wollte essen. Jetzt habe ich lauter Möwe schauen, schon wieder aufs Essen vergessen. Das ist wieder typisch ich. So, schön zu die Hütte. Hier geht's nicht, weil ich hier Säulen brauche, ne? Also hier wäre eine gut. Aha, da fehlen mir natürlich die Nägel. Ich habe sogar ein Bildschrott, hätte ich sogar. Also ein so ein Drum könnte ich bauen. Bin ich jetzt richtig? Ja. Und dann könnte ich hier schon einmal, zweimal. Das darf ich schon mal. Gut. Mehr Schrott habe ich noch nicht. Aus diversen Gründen. Ah, hier könnte ich sowieso generell eins so drüber. Aha. Na gut. Wenn ich dann wieder mehr Dingsbums habe. So, ich nehme mir mal das Gemüse. Leg wieder Gemüse nach. Meine Schüsseln habe ich dabei. Nehme ich unsere gute Gemüsesuppe. Ist das jetzt wieder so ein Fehlsch? Nein, es ist eine ordentliche Gemüsesuppe geworden. Sehr gut. Einmal schön trinken. Oder essen in dem Fall. Mein Gemüse muss ich nochmal ernten. Das geht mir schon wieder aus. So. Schöne Kartoffeln, da setzen wir gleich wieder welche an. Eins, so. So, die falsche Rübe, da brauche ich die. Und auch hier werden wir Rübe anpflanzen. Weil da habe ich jetzt ganz schön viel verbraucht. Und natürlich gießen. So. Dann nehme ich einmal. So. Da. So. Wegschütten. Voll machen. Ja, das war jetzt nicht so schlau von mir. So. So. Zweimal. Dreimal. Oder viermal, glaube ich schon. Und das fünfte Mal, glaube ich schon. Weil einmal hatten wir schon drinnen. Ja, genau. Gut, das heißt, wir trinken auch wieder mal einen Schluck, bevor wir tauchen gehen. Und essen tun wir, glaube ich, noch unsere Rüben fertig. Und dann muss ich noch schnell kochen gehen, genau. Dass wenn wir vom Tauchen zurück sind, dass wir gleich was Gutes zum Happy haben. Happy Hub. So. Also einmal, zweimal. Die Kartoffel schaut jetzt gerade gebraten aus. Dachte ich schon, hä? Ist das in Ordnung so? Ups. So, zwei Bratkartoffeln. Habe ich noch einen Fisch? Mit nicht. Unten sind sie.
Jo, passt. Das passt schon mal so. Gemüse, Suppe kocht. Passt. Gut, das ist viel Organisation, ne, bis man so weit ist. Gut. Damit man den Haifisch, damit ich den Haifisch vielleicht auch mitbekomme oder merke. Oder ist egal. Tue ich es wieder hier hin vielleicht. So. Dann warten wir ein bisschen. Und dann springen wir ins Kühl hinaus. Wobei, ich bin mutig. Die drei möchte ich gern sowieso mal holen. So. Weil dann können wir die schon wieder schmelzen. Muss ich sie schmelzen? Ich glaube ja. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich schmelze die zwei jetzt nochmal. Ich glaube, die Flasche habe ich mir jetzt schon gebastelt, ne? Hier haben wir den nächsten Seetang. So, die Rübe wollte ich jetzt nicht nehmen. Aber ich wollte den Sand schon mal mitnehmen. Nach Möglichkeit auch schon Ton, wenn ich finde. Da vorne ist sogar schon was. So, dann wieder Luft holen. Ja, der Hai ist noch beschäftigt. Sehr gut. So. Dann brauchen wir mehr Seetang. Seetang, Seetang. So. Mehr hiervon. So. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen da heroben. Arbeiten. Nicht zu tief tauchen noch. So. Nein, mir fehlt, glaube ich, noch die Sauerstoff. Also mir fehlt beides, die Flosse und Sauerstoff. Na, Gott sei Dank. Das ist ja schön. Also darf ich jetzt momentan nicht zu tief tauchen. Ich werde auch gleich etwas Schrott mitnehmen. Und ich fürchte, der Hai hat sein Haiköderchen schon verschlungen. Das heißt, ich muss nach oben. Es wird sowieso dunkel. Ja, der ist auch schon. Hat schon einmal wieder an uns gekostet. Ja. Au. Das ist aber auch eigentlich falsch, ne? So ein Hai greift eigentlich erst dann an, wenn er Blut riecht. Das heißt, die müssten permanent verletzt sein, dass er uns attackiert. Aber sonst wäre es hier ja langweilig, ne? So, die Nägel hätten wir. Wo ist der Clipper? Hier. So, was können wir jetzt draus machen? Habe ich jetzt schon zusammengebracht, noch eine Flasche zu basteln? Nein, ne? Aber die machen wir jetzt als erstes. So, jetzt haben wir die Flasche. Als nächstes brauchen wir Flossen. Aha, da brauchen wir recht viel. Da brauchen wir recht viel. Ich glaube, ich habe hier was geschmolzen, ne? Ja, genau. Dann brauchen wir hier den Kunststoff. Dann brauchen wir die Seile. Die sind hier drinnen. Dann können wir die Flossen schon mal herstellen. Genau, die ziehen wir uns auch gleich an. Für die Sauerstoffgeschichte brauchen wir jetzt nur noch das hier. Das heißt, wir müssen viel schmelzen. Okay. Die da, da, dam, die da. Das tun wir wieder zurück. Das war die falsche Kiste. Die kommt hier rein. Das und das. Was war es gerade für ein Geräusch? Hat sich gerade komisch angehört. Ich hasse dich, du scheiß blödes Vieh. So. Hab schwer repariert, edgy badge. Wie schaut's mit Gemü... Ja, okay. Das sollte man machen. So. So. Kartoffeln wieder. So, und auch hier Kartoffeln. So. Und Getränk. Auch für uns ein Schluck. Einmal, zweimal, dreimal. Alles gegossen. Den nächsten Schluck. Dann können wir das gleich auffüllen. Und zack. So, genau. So muss das ausschauen. Das zu dem. Das heißt, wir können das hier schon wieder schmelzen. So.
Auch wenn es nur eins ist, ist wurscht. Dann werde ich mal unser Gemüse essen. So. Genau, den Sand habe ich vergessen bunkern. Da haben wir schon voll. Oha. Muss ich einen neuen Stack machen. Gut. Die Flasche lasse ich momentan auch hier. Sicher ist sicher. Haifischköder haben wir noch. Gut. Seile brauchen wir. Die haben wir eh hinten. Dann fehlt eigentlich nur noch haufenweise Glipper. Gut. Schön. Da unten hätten wir schon wieder eine. War ich da schon? Ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle weiß ich, dass wir hier... Oder warte, ich gehe zuerst pennen, glaube ich. Dann ist es schneller hell. Na was? Achso, ja. So. Also den Haifischköter Platsch. So. Jetzt warten wir ein Stück, bis er kommen tut. In der Hoffnung, dass er den anbeißt. Mal vorbeigeschwommen ist er. Vielleicht können wir ihn auch schon umbringen. Na, der ist jetzt abgehauen. Das ist nicht so gut, wenn ich da jetzt im Wasser bin. Vielleicht kommt er nochmal. Dann können wir ihn nämlich klasse umbringen auch. Das passt super. Ich bin so gemein, ich weiß, aber... Ja, dann hätte man länger Ruhe, ne? Als wie der Haifischköder lebt. Und der Haifischköder bleibt auch noch länger bestehen. Das heißt, wenn der Haifisch dann das nächste Mal spawnt, haben wir nochmal Schutz. Also es hat ja nur Vorteile. Eigentlich. Theoretisch. Ist halt die Frage, ob wir ihn jetzt verscheucht haben. Oder ob er jetzt gleich wiederkommt. Wir haben nichts bekommen, ne? Nein. Wir haben ihn noch nicht getötet. Wir haben ihn nur verscheucht. Also hinten war er, glaube ich, gerade. Da ist er. Weil er schaut schon recht ramponiert aus, ne? Ich habe halt das Gefühl, dass er nicht mehr lang braucht, bis er verreckt. Das wäre nur zu unserem Interesse und Vorteil, ne? Wenn wir ihn da vernichten. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn, das Haifischi? Vielleicht muss ich ein Stück weggehen. Ja. Immer noch nicht tot. Aber ich versuche jetzt mal mein Glück. Ha, was haben wir denn da? Ein Küpferchen. Noch ein Kupfer. Und noch ein Kupfer. Sehr gut. Dann tauchen wir schnell wieder auf. Nicht, dass er uns frisst, das Mistviech. Sehr gut, haben wir schon Kupfer. Können wir schon wieder was schmelzen. So. Einen Glipper und der Kupfer. So. Sehr, sehr gut. Glipper tue ich jetzt mal dahin. So. Da kommt er schon wieder. Ich habe meinen Speer gezückt. Wo war ich jetzt denn? Der Köder war jetzt hier, ne? Ja. Ich bin doof. Ein Stück weggehen. Er schwimmt da gerade. Er ist hier. Der Part ist auch gleich zu Ende. Ich will ihn umbringen noch. Ja, da kommt er. Da kommt er. Zack. Hammern? Ist immer noch nicht hin. Ratata. Unglaublich. Der hält was aus. Ist halt ein Mistviech. Ich wollte nur schauen, ob es hier zufällig schon Metall gibt, um mir einen besseren Speer zu basteln. Den möchte ich unbedingt mal ausprobieren, aber schaut dabei nicht so aus. Au, dafür werden wir gefressen. Sehr gut. So. Dann kann ich gleich wieder meinen Speer zücken. Vielleicht knabbert er gleich hier wieder an. Puh. Wenn ich Pech habe, gibt es ja auch gar nicht so viel Seetang. Aber ich bin ja erstmal den einen Teil hier abgeschwommen. Ich muss noch die Rückseite hier
Jetzt wäre es noch schön, wenn der Hai anbeißt. Vielleicht können wir ihn umbringen. Hallo, Fischi-Hai. Fischi-Hai? Wo du seien? Machen wir halt schnell noch einen Bann. Jetzt ist er da. Dieses Mistviech. Na, stirb. Ist jetzt tot? Na, immer noch nicht. Grummel. So, ich muss mich beeilen. Ich brauche Seetang. Viel Seetang. Seetatang. Habe ich echt Becher? Gibt es hier nicht genug, dass ich mir noch eine Sauerstoffflasche bauen kann? Sauerei ist das, aber Kupfer dafür. Haha. So, daher kommt, ich höre ihn. Zumindest bilde ich es mir ein. Blub, blub, blub. So, und wir werden den Part beenden. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!